Die wären auch in einem normalen BMW arrogant. Hast du gesehen? Man hätte sich fast grüßen können wie Motorradfahrer. Grüßen sich Porsche-Fahrer auf der Straße oder ist man da einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt? Nee. Also es ist manchmal so, wenn man auf Landstraßen unterwegs ist, dass man sich gegenseitig anhubt und grüßt. Wenn man jetzt so wie hier jetzt in der Stadt unterwegs ist, sieht man eigentlich nur anerkennende Blicke. Porsche-Fahrer unter Porsche-Fahrer, Anerkennung. Anerkennung und vielleicht auch Interesse, ne? Was fährt der? Ja, ganz genau. Ja. Das sind dann meistens Ältere, so wie ich jetzt auch, die sich nicht älter fühlen. Und einfach Bock am Autofahren haben. Also ich glaube, mit 51 bist du eher so im mittleren Alter, was Porsche-Fahrer angeht. Die meisten gehören schon eher so zur Kategorie Silversurfer. Silberne Haare. Oder aber du hast die Hamburger Pfeffersäcke, wie wir ja auch gesehen haben, dann in ihrem 992 ankommen und noch nicht mal wissen, dass sie da unten einen Drehbutton haben, wo sie von normal auf S oder S Plus drehen können. Und erst recht nicht wissen, dass sie dann eine Launch Control haben. Das sind dann die, die wahrscheinlich auch diesen miesen Ruf produzieren. Leute, die eigentlich dieses Auto nur aus dem Grunde herausfahren, irgendein Statussymbol zu fahren. Nicht aus der Emotion, aus der Begeisterung heraus. Genau.